Buch. Ich glaube, man hat... Ich muss gleich nochmal... Nein! Ah, jetzt habe ich eine Werbeanzeige wiedergeben. Oh lol! Geil! Hallo Leute, hallo YouTube. Ich glaube, gleich kommt eine... Jetzt habe ich für die Leute Werbung geschaltet. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Zecken-Video. Wir haben die Abonnenten ja fertig, haben uns jetzt ins Rangmash verpilzt und spielen heute gegen den Typ mit dem Gewalt. Genau. Und ja, erstmal noch ein bisschen Werbung, damit ihr auch so richtig gehypt werdet. Ja, das sehen die Leute nicht. Cliffhanger. Nee, das ist nur für die Leute, die gerade im Stream gucken und keinen Adblock anhaben. Die haben gerade Werbung geschaltet. Ist schon geil. Tut mir leid, Leute, ich wollte keine Werbung schalten. Und dann fragt auch schon Lisa, was ist euer erster Spitzname für ein Pokémon gewesen? Weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. Mein erstes Hydropie hieß Paul. Perfekt. War schon sehr kreativ damals. Shit. Okay, das könnte super interessant sein gegen den guten John hier. Das Problem ist halt einfach, alle Leute, die jetzt noch Pokémon Tekken spielen, die sind gut. Finn. Ja. Weil jetzt nur kompetitive Leute spielen. Alle anderen sind halt die Casuals, die immer mal spielen. Richtig. Krass, okay. Ja, die Werbung war übrigens sehr laut. Also ja, habe ich gesehen. Habe ich gerade gelesen. Okay. Das könnte super close werden. Oh, nein. Oh, nur Crusader aktiviert. Okay. Und dann eine Frage von Iron. Wo ist die Frage hin? Ah, eine Frage von... eine Frage von Iron Man. Würdest du lieber Present alle deine Pokémon in der Nuzlocke anvertrauen oder sagen, hey, ich mag Elfhut? Ich würde Present alle meine Pokémon anvertrauen. Okay. Also würde ich dich machen, aber deine Entscheidung. Okay, krass. Ja, ist richtig gut, der Gegner. Muss ich... Ich muss, wie gesagt, wieder mal mehr spielen, damit ich da mal reinkomme. Ja. Ich höre mich schon sehr wie der Scarlet an. Mit meiner Zu-Nase und mit meinem Großmembraner. Perfekt. Warte mal. Oh ja, als ob das getroffen hat. Spielst du auch generell CSGO? Also nee. Ich spiele gar kein CSGO. Ich auch nicht. Als ob, okay, ich glaube, ich bin tot. Muss mal kurz Nasenstaub, deswegen wünsche ich mich mal bis da. Bis gleich, man. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Okay, ich bin tot. Bop. Okay. Aber wir wollen mindestens 3 Kämpfe pro Part haben, würde ich mal so meinen. Sonst würde es hier zu wenig. Ah, sad. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder mit allem reinkommen. Von daher passt es noch. Hi. Ach, hey, dabei ist eine hotte. Genau, hallo. Lieber eine hotte Bockwurst wählen oder Trump? Das ist schwierig. Ich glaube, ich nehme die hotte Bockwurst. Ich glaube, ich würde immer noch... Ey, obwohl die Bockwurst macht halt gar nichts. Ich weiß nicht, ob gar nichts besser ist, als das, was Trump machen würde. Das ist die traurige Sache. Das ist so das Ding, ne? Ja, ich glaube eher die hotte Bockwurst. Ich glaube, es dauert sauer lange, einen Spieler zu finden. Die ist wie Hillary Clinton. Die macht halt gar nichts. Nee, Clinton... Die lässt halt alles so. Ja... Nee, aber ich spiele sogar noch gegen John, okay. Clinton ist halt, ich weiß. Ah, das ist sogar hier, der John aus der Schweiz. Grüße gehen raus an dich, John. Shoutouts an dich, John, falls du das siehst. Shoutouts an dich, Johnny. Okay, dann wollen wir jetzt mal ein wenig bedachter spielen. Ja, die hotte Bockwurst ist halt wirklich lecker. Das ist halt dieses Ding. Okay. Lachmatschun. Also, die Frage ist Döner oder Lachmatschun. Ich nehme Lachmatschun. Ich nehme Döner. Ah, fuck, okay. Schön gemacht. Was war euer verrücktester Traum? Eine Frage von Nero. Boah, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Als ob das trifft, what the fuck? Okay, perfekt. Ich weiß nicht, ich möchte nichts aus meinen Träumen erzählen.
weil das dann doch schon teilweise sehr private Inhalte hat. Guten Tag. Frage von Jonas Nickel, Fukado oder Panflam? Panflam. Bei mir ist es wahrscheinlich Fukado. Aber nicht, weil ich The Present so sehr mag, einfach weil ich Fukado mag. Oh, das hat es dir zu allgemein natürlich Present. Ich mag natürlich auch Present, aber ich mag Fukado nicht, weil Present es mag. Ja. Ich glaube, ich den schon. Und komm schon, wieso killt es nicht? Bitte, ja mit Tee. Ach, come on. Wenn du die Wahl hättest. Warte, ich muss dich gerade überkonzentrieren. Ich kann gerade die Frage nicht beantworten. Ach, come on. Ach, come on. Danke. Boah. Ja, wenn ich die Wahl hätte, Present. Also. Nein, wenn du die Wahl hättest zwischen Elfun oder Trump, wen würdest du wählen? Ich glaube, Elfun würde die Welt zerstören, deswegen nehme ich Trump. Wobei, Trump macht dasselbe. Ja, ist egal. Beides schlecht. Also, genau. Naja. Habt ihr schon mal einen luziden Traum? Einen luziden Traum gehabt? Ein was? Einen luziden Traum, dass du kontrollieren konntest, was in deinem Traum passiert ist? Nee. Ich hatte sowas halt nur mal im Halbschlaf. Also im Halbschlaf ist es ja meistens sowieso so, dass du nur so halb weg bist, aber dass du noch so ein bisschen bei Bewusstsein bist und dass du dann irgendwie aktiver deine Träume oder deine Gedanken steuern kannst. Ja. Bei Wuto. Tschüss. Mach's gut, Wuto. Komm, bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill. Es geht nicht. Okay, Achtung, Jan Wittenburg fragt. Und zwar jetzt. Oh, shit. Es war nicht so ganz jetzt. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das sollte nicht treffen. Perfekt. Er hat mich gegrabt. Er hat mich gegrabt. Ich habe noch ein Leben. Oh, nein. Fuck. Oh, shit. Fuck. Dann die Frage, jetzt mal so nebenbei, Razer oder Poké Knight? Razer. Poké Knight. Oh, wie verwunderlich. Pelipper LP oder Timotilo? Timotilo, hallo? Safe. Okay, jetzt sollte treffen. Ja, ich mag auch das Timotilo. Aber ich mag halt auch den Pelipper LP. Das ist halt eine schwierige Frage. Was ist euer sinnlosester Spitzname in Pokémon? X im Gesicht. Aquaknari. Wobei, mein Nachtara und mein Lunastein hießen beide Moon. Als ob er seine Resonanz jetzt schon wieder voll hat. Oh, wow. Ich hab immer noch dieses Brumm-Brumm von dir. Oh, dieses Jan Mega. Das war legendär. Hey, jetzt nicht. Oder Seemonster von Seemon. Ist auch richtig gut. Holy shit, ist Seemonster gut. Lieber jetzt dann Moon oder in einem Jahr alle Pokémon-Gens in einem Spiel? Lieber jetzt dann Moon. Okay, das kann was werden, Jungs, ja. Jungs und Mädchen. Okay, wird jetzt auch sein, auch. Genau. Und jetzt. Ah, oh, war viel. Gott, war das bad. Holy shit, war das bad. Und jetzt wird er. Wie magst du Frostedie? Ja. Oh shit. Wie magst du Frostedie von 1 bis 10? Easy. Schon sehr erotisches Ströhnen. Ströhnen. Ich mach Frostedie tatsächlich. Stöhnen. Ah. Frostedie kriegt eine 8. Holy shit. Holy shit. Holy shit. 7. Würdet ihr gerne einen riesen Hamster mit Protesten... Was? Würdet ihr gegen einen riesen Hamster mit Prothesen kämpfen oder gegen einen Pinguin mit Net Bacon Gun? Ich nehme den Hamster. Ich... Keine Ahnung, das ist beides so fucked up. Okay, so, der letzte Kampf für diesen Part, und zwar ist wieder gegen John. Gegen Kerim aus Deutschland, Rheinland-Pfalz. Holy shit, der wohnt bei mir direkt nebenan. Oh, shit. Dann eine Frage von Jonas Dicke, Taubsi oder Habitak? Taubsi. Okay, bei mir ist Habitak. Obwohl, ich mag mega Taubos, deswegen Taubsi. To Tokyo Ghoul, mit welcher weiblichen YouTuberin wärt ihr gerne zusammen? Mit welcher weiblichen YouTuberin? Ja. Ha. Sind die nicht alle kacke? Ja. Ja.
Ja, schon ja. Richtig, hast du jetzt nicht Unrecht. Na gut. Dann anscheinend kein. Ich mit dem Timo, ey, was? Mua. Warte mal, bist du. Danke mal. Spaß. Nee, ich bin schon abschluss. Intromaker fragt, was sag ich den Parisi Funny gelassen? Hab lange nichts mehr von dem gehört. Der macht noch YouTube nebenbei, alles gut bei dem. Außerdem war er bei Guck da einfach mal. Guck mal beim Parisi Funny. Der macht Videos, sogar, ich glaube, gute Videos, habe ich gehört. Von geheimen Quellen aus dem Ausland. Okay, gut. Ich gehe jetzt wieder nach ganz unten. Mir ist das schon wieder zu fahren. Oh, hast du das gerade? Ach ja, das sehe ich gerade. Ja. Ja. Muss ich das auch beantworten? Was denn? In welchem Bundesland du wohnst? Ja. Kannst du ruhig, ist mir egal. Ist zwar nicht der Demographic. Muss ich nicht. Mir geht es ja eher darum, dass ich sichtbar antworten wollte, so, deswegen lasse ich das an der Stelle mal. Oh nein, ah, auch nicht der Grab, okay. Aber er macht auch viel zu viel damit. Ich hasse Grab von Guac, holy shit. Lieber Pokémon in Zelda oder Link in Pokémon? Hab ich ihn getroffen? Als ob! Come on, bitte! Bitte was? Ich bin auch noch in meinem Dings. Als ob, das ist ja super lächerlich. Warst du eher so der Klickentyp oder... Ich muss mal kurz hochgehen, das ist schon wieder viel zu schnell. Warst du eher so der Klickentyp oder die Person, die sich in die Ecke gesetzt hat, Yu-Gi-Oh!-Karten ausgepackt hat und währenddessen Pokémon gezockt hat? In der Schule wahrscheinlich. Warte, ich bin gerade sehr am Tryharden. Und hab verloren. Ich war der Klickentyp. Also beziehungsweise, ja doch. Klickentyp. Oh Mann, das war so unlucky gerade. Von Iron Man, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Pelipper LP mit Regengenuss oder Pelipper LP mit Full Init, schließt sich ja nicht aus. Ja, ich nehme beides. Ich nehme auch beides. Okay. Ich merke schon, wie ich da zu spielen habe. Fossa, von was die Playlist? Das wäre die Frage. Von was die Playlist ist, ist Litchik City. Achso, ja, nee, aber ob du die reinschicken kannst. Das ist. Litchik City läuft einfach durch. Jeder einzelne Remix. Ja, die geht einfach auch geht zu Litchik City und die hat eine eigene Playlist und da müsst ihr einfach drauf gehen. Da ist jeder Remix drin. Und die läuft einfach runter. Ach, kacke, er schildert sehr häufig. Ist das schon mein Tod? Nee, noch nicht, okay. Wo würdet ihr gerne mal wohnen von Jonas Nicke? Die Frage. Ich bin tot. Oh, das war so bad. Wo würdest du gerne mal wohnen? Das ist erstmal der Part-Ende, deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, Leute, und tschüss. Okay, mal Leute. Ciao. Reges Lass.